Making his way to the ring from Punjab, India, weighing in at 238 pounds, Jinder Mahal. This will be a sight to be seen, guys, as these superstars all compete for the same goal here in this battle royal. But only one can walk away the winner of this match, Michael. And at this point, I can make a legitimate case for any one of these superstars. Well, I think we can all agree that this will be no easy match for him here tonight. Yeah, but you can say that. And his opponent, first, from Queens, New York, weighing in at 223 pounds, given the predicament, this match might very well steal the show, guys. Yeah, and I think you could go so far as to say it has the makings of a match of the year candidate. Some are saying he's in the best shape of his career right now. Would you agree with that, Corey? It's hard not to agree with that statement, Cole. I mean, just look at him. I'll tell you, he's going to be tough to beat. Superstar Battle Royal coming up next, guys. And Cole, I can realistically see any one of these six superstars walking away with a win here tonight. What about you, Byron? He obviously looks good physically, but do you think he's... considering who's involved here tonight. You're absolutely right, Michael. This match will be one we'll be talking about for a long time to come. Hey Leute, was geht? Und willkommen zurück hier bei WWE 2K18 Universe. Es ist ein Number One Contender Match um den Intercontinental Champion. Wir spielen heute Jinder Mahal gegen Kurt Hawkins, Johnny Gargano, ja. Oh, ist anders jetzt. Okay. Aber jetzt
wieder nicht gelesen, aber gut. Johnny Gargano, Jack Gallagher, Ty Dillinger und The Miz. Wenigstens ist es gut. Ja, ich finde es jetzt gut, dass es nicht mehr so leicht ist, oder? Ja. One of the reasons a battle royal is so dangerous is because there's nothing you can do to prepare for it. Huh? It can have a different amount of participants, different rules about attire and what's it. Wer liegt denn da? The Miz, komm. Ah, weil früher konnte man immer bei diesen Battle Royals die Leute immer so schnell eliminieren. I don't know where his head is right now, guys, but it doesn't seem to be focused on winning this battle royal. Jetzt geht's um einiges leichter wenigstens. And he delivers a brutal DDT. Aua. Nice job. Aua. Miz. Nope. Das wäre ja cool, wenn Shinda irgendwie auf Rusev wieder treffen würde. The point of that elbow delivers. Ja, ich will den Miz weiter an. Aua. Taking away his vertical base. Nein! Mann! Better luck next time. Nope. Oh, I think this man means business. Otter Dillinger kriegt, glaube ich, gerade Probleme. War da gerade dieses Zeichen zum Rausrollen von The Miz? Reverses that one. Well executed neckbreaker. We're witnessing Bam. Merciless assault. By the way, das ist das Main Event von War. Es geht dann in der nächsten Folge mit SmackDown weiter. Ich weiß nicht, wie ich die Thumbnails mache. Vielleicht steht es im Titel. Wenn nicht, dann... Ja. Vielleicht schreibe ich es rein oder in den Text steht es dann als erstes oder so. Keine Ahnung. Muss ich da mal gucken. He is getting absolutely manhandled. Ah, Kurt Hawkins chillt daneben an seiner Base zum Beispiel. It looks to me like he's about to find himself on the arena floor, which is so, a little surprising. I think a lot of people looked at him as one of the favorites to win this thing. Oh, Jack Gallagher, was bist du denn jetzt? Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Check out Jinder Mahal's offense. Nö, du wirst nicht weg. Boom! What impact by the modern day Maharaja. Du hast mich angegriffen. Dich eliminiere ich jetzt mal. LOL! Wie das denn? Einfach übergesprossen? Ja, moin. LOL. Als ob man die einfach nur rüberschmeißen kann. Geht das jetzt bei Ty Dillinger auch? Oder kann es sich noch wehren? Ja gut, ich werde es jetzt erstmal nicht erfahren. Ich sag mal so, alle im Ring würde ich jetzt irgendwie gönnen, den Titel zu gewinnen, außer Kurt Hawkins. Das Ding ist, wenn man jahrelang PS4 gespielt hat, ist es ziemlich schwer, diese Challenge. Oh, Ty Dillinger ist schon ziemlich down. Nein, Miss. Kurt Hawkins eliminiert Ty Dillinger. Aua. Als ob Kurt Hawkins einfach wirklich noch drin ist. Eine wie große Niederlageserie hat er? So, Mann. Hey, du ruhst dich nicht aus. Aua. Ja, du musst chillen erstmal. Ja, moin. Und danke, Miss. So, wir tanken erstmal bis nach Ausdauer. Oh, stehen schon die auf. I can assure you of that. This is one of the more evenly matched contests we've seen in quite some time. From the looks of things, it could really go either way. Oh, the reversal by the Miz. Erstmal gehen wir beide auf Kurt Hawkins. Nein, Miz. Aua! Da hat mein Rücken gekratzt. Was für ein Schwein, ey. Oh nein.
Also im Endeffekt ist es manchmal random. Ich glaube, je mehr down einer ist, kann man den einfach lockerer drüber schmeißen. Was ich sehr gut finde. Können wir uns erst um Curt Hawkins kümmern? Ich möchte den jetzt nicht unbedingt im Titelmatch haben. Oi. Oh nein, ich glaube, das war's. Ja. Jetzt können wir nur noch zugucken, wer in das Titelmatch gegen Rusev kommt beim nächsten Pay-Per-View. Ob es The Miz oder doch Curt Hawkins ist. Fucking Curt Hawkins. Wenn jetzt Hawkins ein paar Moves hinkriegt, dass er einen Finisher kriegt und dann The Miz rausschmeißt, dann doch. Oh. Wäre schon heftig. Und Hawkins hat jetzt einfach wirklich alles in der Hand. Dass ich das mal sagen werde. Von den ganzen, den ich reingebracht hat, war eigentlich Curt Hawkins, der war eigentlich als erstes eliminiert werden soll. Und zwar ganz schnell. Oh, Signature von Curt Hawkins. Ich wusste nicht mal, dass er sowas besitzt, aber gut. Und jetzt hat er es in der Hand, oder? Macht das? Nee, Mist kontert. Oh, jetzt hat er es in der Hand wieder. Und The Miz wieder zurück. Was macht Miz? Hawkins. Hawkins kann nicht mehr kontern und The Miz blutet. Komm, Miz, du schaffst das. komm. Es sieht aber nicht gut aus. Ja, Miz, komm. Jetzt machst du Ende. Nein! Was machst du? Ja, jetzt Miz. Jetzt, er kann nicht mehr kontern. Jetzt machst du aber richtig. Und macht er jetzt einen Finisher? Ja, das müsste sein. The Miz ist im Championship Match. Boah. Curt Hawkins hätte es sowas von verdient. Aber The Miz sichert sich den Platz um den Intercontinental Championship. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei SmackDown. Ciao.